Hallöchen und willkommen zu meinem neuesten Video. Ich habe heute einen Bob Rehaul für euch. Ich habe nämlich ein paar ganz tolle Sommeroutfits bei Bob Re bestellt. Hier ist das Bob Re Paket. Ich decke hier nur meine Adresse ab. Also hier ist das Paket von Bob Re. Und ich zeige euch jetzt, welche tollen Outfits ich da bestellt habe. Ich habe einmal ganz tolle goldfarbige Ohrringe bestellt. So schauen die Ohrringe aus. Ich weiß jetzt allerdings nicht, ob ich die behalten werde, weil die sind schon ziemlich lang. Ich habe gedacht, die wären ein bisschen kürzer. Ich zeige euch die mal auf diesem Foto da, wie die aussehen. Also das wären die Ohrringe, die ich bestellt habe. So schauen die aus. Und ich weiß eben nicht, ob ich die behalte. Die sind schon relativ lang, wie ihr hier sehen könnt. Schreibt mir doch bitte mal in die Kommentare, wie ihr diese Ohrringe so findet. Ob ihr die zu lang findet, würde mich mal interessieren, was ihr dazu meint. Aber schön sind die allemal und ich muss mal überlegen, ob ich die behalte oder nicht. Also wie gesagt, schreibt mir es gerne in die Kommentare, wie ihr die Ohrringe so findet. Dann habe ich ein paar ganz tolle Sommeroutfits mir bestellt. Ich habe mir einmal, das ist alles in so einer Tüte verpackt, ich habe mir einmal bestellt ein tolles Sommerkleid. Dieses ist jetzt zum Beispiel von der Marke Rainbow. Und das Kleid sieht vorne so aus, also hat keine Ärmel und hat ein tolles Muster, hat hier Knöpfe hier vorne, hier hat es Knöpfe, hat hier einen Gummibund. Und dieses geht so knapp über das Knie und hat hier auch Taschen. Und hinten sieht das Kleid so aus. Und es hat noch hier so einen Gürtel dran. Mit solchen, wie sagt man da, Quasten. Also es hat mir vom Muster jetzt her gut gefallen, auch von der Farbe. Ein richtig schönes Sommerkleid und mal schauen, wie das aussieht, wenn ich es anziehe, weil wenn es mir nicht gefällt und nicht passt, dann kommt es natürlich wieder zurück, dann wird es natürlich wieder zurückgeschickt. Dann habe ich mir nochmal ein Kleid bestellt. Dieses ist ein bisschen ein außergewöhnliches Kleid, aber als ich dieses so auf dem Bild gesehen habe, hat mir dieses gut gefallen. Ist auch von der Marke Rainbow. Und dieses Kleid hat jetzt kurze Ärmel, hat hier einen Gummizug am Abschluss am Ärmel. Und was besonders ist an diesem Kleid, es hat hier so einen Einsatz drin. Ich zeige euch den mal. Hat also einen V-Ausschnitt. Das ist der Einsatz. Sieht ein bisschen so, ein bisschen indianermäßig aus, dieser Einsatz. Ist mal was ganz Besonderes. Schaut mal an, mit so Franzen. Ist eben mal was ganz Besonderes und ich muss mal sehen, ob dieses Kleid mir überhaupt steht, weil auf den Bildern sehen die Kleider immer toll aus und wenn man es dann nachher selbst anhat, dann sagt man, sieht nicht so gut aus. Ne? An einem selber sieht es immer meistens anders aus wie auf den Bildern. Das Kleid hat also hier auch noch einen Gummibund und geht auch bis knapp über die Knie. Von der Länge her ist also kein
ganz langes Kleid, auch kein Mini-Kleid. Und das Muster fand ich eben sehr schön. Mir hat dieses Muster sehr gut gefallen. Solche Muster gefallen mir ganz gut. Und habe ich jetzt auch einmal bei Wortri bestellt. Dieses mit dem Einsatz war mal was Besonderes und ich habe gedacht, jetzt probiere ich dieses Mal, ob es mir überhaupt steht und gefällt. Mache ich das gerade mal hier zurück in die Tüte, dass ich diese Tüte mal nicht verwechsel, falls ich das zurückschicken muss, dass es nicht passt oder nicht gefällt, schicke ich es natürlich wieder zurück. Dann habe ich mir bestellt ein Shirt. Das Shirt ist schwarz, ist von der Marke BPC Selection. Und es sieht so aus. Es ist schwarz und hat so einen Himbeerdruck drauf mit Blättern. Hat kurze Ärmel, weiße Pünktchen noch drauf. Und das Besondere an diesem Shirt ist, dass es hier so als Abschluss am Saum so dreieckig zuläuft. Also hier einen Saum, so einen pinkfarbigen Saum. Und der ist eben an der Seite, also nicht in der Mitte, sondern seitlich, so als Dreieck, wie so ein Dreieckstuch. Deshalb hat mir dieses Shirt auch gut gefallen, weil es eben unten etwas ganz Besonderes ist. An der Seite hier ist es eben hier pink und da ist eben dieses wie so ein Tuch dran. Dieses gab es auch noch in einer anderen Farbe. Anstatt diesen Himbeeren gab es dieses noch mit Zitronen drauf. Ich habe überlegt, welches ich nehmen soll, weil die Zitronen, die waren natürlich auch sehr schön, waren gelb und richtig schön für den Sommer. Und ich habe halt eben jetzt diese Himbeeren genommen. Aber diese mit Zitronen, die haben mir auch sehr gut gefallen. Also hinten sieht es ganz normal aus hier. Und vorne, wie ihr sehen könnt, ist dieses Shirt länger durch dieses eingearbeitete Dreieckstuch hier. Da bin ich schon mal sehr gespannt, wie es aussieht, wenn man es anhat. Auf dem Bild hat es natürlich wieder toll ausgesehen. Und ob es natürlich dann auch so toll auf mir aussieht, wird man dann sehen. Und dann habe ich mir noch mal ein Shirt bestellt. Dieses ist, glaube ich, ein langärmiges Shirt. Genau das ist jetzt dieses langärmige Shirt. Dieses hat aber solche Cutouts an den Schultern. Ist von der Marke Body Flirt Boutique. Und hier, wie ihr sehen könnt, ist es, und hier, wie ihr sehen könnt, hat dieses Shirt lange Ärmel und hat hier eben diese Cutouts hier an den Schultern. Sieht natürlich auch sehr schön aus. Dieses Pink mit diesen Blumen hier drauf hat mir sehr gut gefallen. Und hier in der Mitte ist eben so verknotet, hier vorne, wie ihr sehen könnt. Also hier ist es verknotet hier vorne. Und an den Ärmelabschlüssen ist auch ein Gummibund. Hinten sieht es so aus. So sieht es hinten aus. Mir hat diese Farbe mit diesen Blumen natürlich auch wieder gut gefallen. Von vorne ebenso. Die Cutouts haben mir hier auch gefallen auf dem Bild und wird man mal sehen, wie mir dieses steht. Dann habe ich mir eine Tunika gekauft, Leute, eine ganz tolle Tunika. Die hat auch, ich glaube, lange Ärmel oder waren dieses, muss ich mal schauen, weiß gar nicht mehr. Nee, die hat jetzt dreiviertel lange Ärmel. Das ist so eine Tunika, eine Shirt-Tunika. Und die Farbe, die fand ich so schön, Leute. Ihr müsst mal die Farbe angucken mit diesen orangefarbigen Blümchen. Ist auch von der Marke BPC Selection.
Schaut mal an, wie das schön ist. Von der Farbe mit diesen vielen orangefarbigen Blümchen hier drauf. Und es läuft unten auch als Dreieck. Hat unten eben auch so einen Saumabschluss als Dreieck. Nur eben dieses Mal ist der mittig, dieses Dreieck da. Nicht an der Seite wie das andere Shirt, sondern in der Mitte. Einfarbig orange unten der Saum. Und die Ärmel sind eben so ein bisschen weiter geschnitten. So sehen die aus. Und haben hier auch ein bisschen eine Dreiecksform, wie ihr sehen könnt. Hier. So ein bisschen... ja, Fledermausärmel, glaube ich, sagt man dazu. So Fledermausärmel etwa mit Dreiecksform hier. Dreiviertel lange Ärmel. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und hinten ist es genauso wie vorne am Abschluss auch dieses zulaufende Dreieck unten am Saum in Orange. Also durchgehend dieser Saum da. Hinten wie vorne. Dieses Dreieck, und deshalb hat mir das sehr gut gefallen. Diese Tunika hat eben einen Rundhalsausschnitt und hier so ein, wie sagt man da, so eben ein Oval, auch einen ovalen Ausschnitt hier vorne. Und dieses Shirt hat mir natürlich auf dem Bild auch sehr, sehr, sehr gut gefallen. Das ist mal diese Shirt-Tunika, die ich noch bei Borpri bestellt habe. Kann man jetzt auch im Frühjahr tragen, im Sommer tragen, wenn es mal ein bisschen kühler ist oder eben auch im Herbst noch. Also ist wirklich ganz toll und ganz leicht vom Material, ist wirklich ein ganz dünner Stoff und mir gefällt dieses Shirt mega gut, auch von den Farben her. Ich mache das nur mal kurz in die Tüte rein, dass ich nachher nicht suchen muss, welches Outfit in welcher Tüte drin war, ne, Leute. Dann habe ich mir nochmal ein ganz tolles Shirt gekauft, Leute, mit Blumen. Auch mit einem Cutout an den Schultern. So schaut dieses aus. Ist das nicht schön? Schwarz mit Blümchen, mit bunten Blumen. Das hat mir so gut gefallen. Hat auch lange Ärmel und hat hier auch einen Gummizug als Abschluss an den Ärmeln. Und hier an den Schultern hat es wieder diese Cutouts hier. Das sah am Bild so toll aus und dieses habe ich jetzt auch mal bestellt. Vorne hat es auch diesen Knoten da, vorne hier, hat es auch so einen Knoten und eben die Cutouts und hinten sieht es so aus. Dieses Shirt hat mir auch von der Farbe sehr gut gefallen, mit diesen vielen bunten Blumen drauf. Ist auch ein sehr schönes Shirt. Und dieses ist auch von der Marke Body Flirt Boutique. Und ich bin mal gespannt, wie dieses aussieht, aber es sieht mal richtig schön aus. Von der Farbe her gefällt mir das sehr gut und diese Cutouts natürlich ist was ganz Besonderes. Deshalb musste ich dieses auch bestellen und mache ich jetzt auch mal in die Tüte hier rein. Und das, meine Lieben, war jetzt meine Bestellung von Borpri. Diese Outfits habe ich jetzt mal bestellt. Schreibt mir doch mal bitte in die Kommentare, welches Outfit euch von diesen Outfits am besten gefallen hat, die ich euch jetzt gezeigt habe. Das würde mich mal sehr interessieren, welches von diesen Outfits euch am besten gefallen hat. Schreibt es mir mal gerne unten in die Kommentare rein. Das war heute mein Borpri Haul. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst mir bitte gerne ein kostenloses Abo da. Und ich bedanke mich dann natürlich wieder fürs Zuschauen und wir sehen uns bald in meinem nächsten Video wieder. Ciao!